Das war jetzt aber mein Fehler. Ist da der Felsen weggekracht? Ich, wo soll ich da sonst lang laufen? War ich zu schnell unterwegs? So, lauf! Dreh dich um, rechts rum! Machen wir den ganzen Bullshit nochmal. Runter. Renn mal schneller, du Wackelheinz. Können wir hier runter? Nein, das schmieren wir auch ab. Hätte ja sein können, dass es irgendein Versteck ist oder ein unterirdischer Gang oder sowas. So ein geheimer Versteck. Kanallauf. Ach, was auch immer. Ihr wisst doch, was ich meine. So. Ach, da lang. Ausgerechnet dieser beschissene Stein. Der muss ausgerechnet jetzt kommen, wenn ich rüber will. Ist das doch. Das ist doch. Was ist das mit dem Spiel jetzt gerade wieder für eine Sauerei, ey? So, jetzt an der x-ten Stelle, x-ten Mal. So, ja, es fällt wieder runter. Wenigstens hast du den Speicherpunkt, wo man nicht mal ganz von vorne beim Zelt anfangen muss. So, Absatz wieder runter. Weiter, weiter, komm. Renn, beweg dich. Oh. Versager. Mal lauf mal langsam weiter, genau. Ach jetzt. Fertig. Wir sollen ein. Wieso? Okay, jetzt bin ich ganz langsam dran vorbeigelaufen. Hat funktioniert. Ja! Okay, oh, jetzt aber. Oh, weg hier, wo? Da lang, okay. Ja. Achso, der hat keine Pusten mehr. Moment, etwas langsamer bitte. Renn weiter. Oh. Runter. Kommt da noch ein paar Steine? Okay, dann weiter. Oh, ich brauche noch ein bisschen Luft. Okay, erscheint. Geht's hier lang? Ah. Pust haben wir nicht mehr. Was, ey, ist ja Schmachtlappen, ey. Der hat zu viel geraucht am Anfang. Okay, jetzt müssen wir hier hoch, weil da unten auch wieder dieser wird gespeichert. So. Ach, guck mal an. So, hier haben wir jetzt genau. Da haben wir das Zelt, wo wir jetzt gerade sind. Die Notiz haben wir gefunden. Hier ein, zwei Brücken. Hier haben wir den Totenschädel. Okay. Soweit, so gut. Mamma mia. Oh, das Spiel verlangt einem schon ganz schön was ab. Kommen wir hier runter? Müssen wir. So. Zelt, Speicherpunkt haben wir. Ist hier oben. Dann noch irgendwas? Nein. Da komme ich nicht lang. Springen tut er auch nicht. Er ist kein sportlicher Athlet. Ne, er nicht. Er so schon mal gar nicht. So. Jetzt haben wir das hier oben auch erkundet.
Weiß nicht, ob wir was übersehen haben. Da ist eine Höhle, da gucken wir uns auch noch mal um. Bin ich denn hier gelandet? Auf jeden Fall nicht da, wo ich jetzt hin will. Wow! Mega Höhle, Alter! Mega geil, ey! Wow! Krasses Pferd! Oder von da bin ich gekommen, ne? Ich muss ja hier runter, genau. So, gehen wir mal hier unten lang. Oh, wow! Oh, jetzt gehe ich wieder hier hoch. Okay, jetzt mal nicht windig und so. Schön ruhig. Hm. 1577. Ah, guck mal oben. Sie, haben wir jetzt was fertig. 1, 2, 3, 4 Stück noch. So, warte mal. Von, hä? Wow. Ich frag mich nur gerade, wo ich da bin, wo das mit der Höhle ist. 15. Moment. 1577. 14, 15. Hier? Wie bin ich denn da hingekommen? What happened? Okay. Oh, da wollte ich jetzt nicht lang. Da bin ich hoch. Warte, und dann gehe ich hier mal. Genau. Ach, von hier oben bin ich gekommen. Genau. So, hier runter. Und da lang. Und hier. Und jetzt nicht wie da. Da lang. Gehe ich da lang. Kann ich auch her? Warte mal, ich gehe jetzt erst hier zum Feuer hier unten. Boah, geil. Mega geile Atmosphäre. Wie ich sowas hasse, ey. Ähnliche Höhle hatten wir gerade, die zusammengefallen oder zusammengebrochen ist. You think you are significant? Was ich? Uncover the truth for everyone to see. So you can point the finger at the monster. First, take a look at the mirror. Erst bin ich oben her. Ne? Komme ich denn hier hin, ey? Zwanzig einundsiebzig hier, ja. Ich bin hier irgendwo in diesem Dings unterwegs, alles klar. Ja, wollt ihr mich denn verarschen, ihr zwei Affen? Ein Auszug aus der Zeugenaussage von Boris W. Ein
ein 5-jähriger Junge, der womöglich der unbekannte Energie ausgesetzt war, die dem Tod von 12 Personen im Wladimir 30 Komplex verursacht hatte. Boris W., ich habe sie in meinen Traum gesehen. Sie haben mich derselben Dinge gefragt, die sie mich jetzt fragen. Derselbe Mann stand hinter ihnen. Dr. Grigor Atanovich. Boris, hinter mir steht niemand. Es ist niemand hier. Boris W., Sie irren sich, Dr. Grigor Atanovich, wie auch immer. Der Mann bittet mich, ich sollte Ihnen sagen, dass die Welt in dem orange-roten Licht viel schöner ist, und er bittet sie, sich Kammer Nummer 7 in Abteilung 22 anzusehen. Dr. Grigor Atanovich, woher weißt du das alles, Boris? Hat dein Vater bei uns gearbeitet? Boris, nein, Grigor, du Scheißkerl. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie du Menschen zum Auge Gottes gebracht hast. Ich habe gesehen, wie du ihre Haut verbrannt und ihre Arme verdreht werden. Ich habe die Albträume gesehen, die es ihnen in den Kopf gepflanzt hat. Denkst du wirklich, niemand würde etwas davon wissen? Denkst du, niemand hätte überlebt? Er hat es uns gezeigt. Ende des Eintrags. Okay. Dass das Ende des Eintrags ist, das sehe ich auch selbst. Alter, kommt doch von hier wieder so ein Golem um die Ecke. Das schaffe ich nicht. Was geht da wieder zurück? Es bleibt da. Was geht da wieder zurück? Ja. Machen wir das jetzt. Jetzt habe ich gar keine andere Wahl. Mann, Mann, Mann. So, wollen wir dann 2177? Ja, hol du mal weiter rum. Das ist hier. Okay. Das ist so ein blöder Zettel. Zettel ist wahrscheinlich wieder irgendwo oben. Dann gehe ich vielleicht den Schleichweg weiter. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, als hätte ich jetzt Zettel, würde ich jetzt einen Zettel verpassen. Weiß doch nicht, wer hier heult. Ich habe immer gedacht, wir wären mit einem männlichen Charakter hier unter der Figur. Und mit einer weiblichen Fritteuse. Wow.
geht's auch hoch, aber das will ich jetzt, ich schaue mich jetzt erst hier um, weil ich kann auch an der Seite wahrscheinlich auch hoch, also da hinten. Sieht zumindest danach aus. Da ich einen Zettel gehört habe, weil ich unten drunter hergelaufen bin, will ich hier mal gucken, ob ich den Zettel hier irgendwo finde. Ich höre es, ein scheiß Zettel, weißt du, und dann höre ich ihn wieder nicht. Das ist irgendwie jetzt ein bisschen doof. Pilze. Steinpilze wahrscheinlich. Komme ich da oben auch irgendwo hin? Ja, das klingt von, als wenn der Zettel von oben kommen würde. Merkwürdig. Echt merkwürdig. Dann gehe ich noch mal rein. Er hat schon wieder keine Puste. Das ist witzig, ey. Ich bin gerade mal nicht. Bin mal nicht viel gelaufen gerade und er hat schon wieder keine Puste. Das ist. Der Typ ist echt schlecht, aber klingt auf jeden Fall männlich. Oh, jetzt sind wir wieder hier unten. Sollen wir mal sagen. Ach, da ist der Scheißzettel. We'll be right back.